Oh, wir müssen tanken. Jetzt fahren wir zur Tankstelle. Was für ein Thema. Was für ein Thema, genau. Was ist? 100 Euro. Du musst meine Uhr. 1300 Euro wert. Nimm den Check her. Deine Uhr ist 1300 Euro. Ey, Jaguar, hallo, Alter. Ja, komm, hau ab. Ey. Ja. Na, was soll ich mit dem Scheiß? Ich komme. Ich lebe doch. Nicht. Ja, aber mach nicht so eine Dinger. Nimm mal, Alter, wenn du mir nichts raus hier. Was soll ich denn damit? Ach, das ist Müll. Was ist Müll, Alter? Jaguar, guck mal. Wann kommst du jetzt? Was? Wann kommst du? Montag. Was, jetzt Montag? Montag kriegst du 120 Euro. Montag 120 Euro. Okay? Montag 120 Euro. Warum nicht heute? Heute kriegst du nur diese Uhr, die 1000. Was soll ich mit der scheiß Uhr, Mann? Hau ab mit der Uhr. Mann! Repo-Man im Einsatz. Ja, oder? Was soll ich mit 120 Euro? Ich habe ihm 90 Euro geborgt. Und der kommt nie wieder. Er kriegt die Krise bei sowas. Kann doch nicht sein. Ich muss mich nicht um sowas auch noch kümmern. Die Zeit habe ich nicht. €120. Scheiß auf 120. Will meine 90 wieder haben. 90 ist viel mehr als 120. Nein, es ist nicht. Es ist weniger als 120. Aber warum soll er mir 120 geben? Nein, 90 sind 90. 120 sind 30 Euro mehr. Aber warum? Wird er nicht besser dadurch? Okay, die ganzen Drogis, ey, die kannst du alle vergessen. Die sind alle fertig. So, jetzt sind wir tanken. Kommst du jetzt mit raus? Haltet Portemonnaie gut fest. Haltet gut fest. Simpel. Oh. Jetzt geht's weiter. Schu. Ein bisschen aufräumen an so schlechten Tagen. Muss man halt ein bisschen sehen, wie man seine Zeit vertreibt. Wenn das Wetter so bleibt, wird es heute ein recht ruhiger Tag. Aber der Carsten wollte zum Essen vorbeikommen, zum Frühstücken. Essen finde ich immer gut, da freut mich sehr. Genuss für Körper und Seele. Jo. Schöne LX-Narbe. Die muss man natürlich aufheben. Das ist schon gut hier. Gestern habe ich ja nun noch diese wunderschöne Lampe angebaut. Hier an der Draht. Die Busch und Müller IQXS T Sensor Plus. Was auch immer das
heißt. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache funktioniert und die funktioniert gut. Der Reifen habe ich einen neuen gekauft, der hier durchpasst. Einen schönen schmalen. Touring Plus oder Tour Plus. Etwas gut. Schutzblech habe ich gekürzt, dass es hier hinten aufhört. Jetzt kommen Bremsen noch dran. Bremsbeläge. Die Bremshebel habe ich angebaut. Hier. Die fand ich toll von Lexus. Ganz schlicht, ganz elegant. Passen gut zum Rad. Und jetzt baue ich noch. Eine Kette muss noch ruf. Eine andere Tretkettenradgarnitur. Siehst du, die baue ich jetzt auf. Jetzt mache ich die Kettenradgarnitur. Also das hier kommt wieder ab. Das billige Lump. Jetzt ist alles so teuer geworden an dem Rad. Kann ich da nicht so eine Lumpengarnitur dran lassen. Das geht nicht. Nein. Ich habe ein bisschen Ruhe, ich habe schon ein bisschen sauber gemacht heute hier vorne. Ein bisschen aufgefegt. Treppe mal abgefegt. Gestern vom Wind kommt immer so viel rein. Reingeweht. Ja. Ich präsentiere. Ich hoffe, die passt da ran vom Rahmen her. Das werden wir jetzt sehen. Schleift noch lange nicht. Frühstück mit Carsten. So eine richtig schöne, aber eine gute Marke. Schwockenuhr. Ja, ja, ich kenne die. Kennst du? Ja, Armbanduhren sind besser natürlich. Ja, klar. Und das habe ich mitgebracht. Ich dachte, das wird heute unser Diskussionsobjekt. Pump Extra Power. Was für ein Scheiß. Total. Was hat Wolfgang mir gesagt? Die haben einen Tag lang Cannabisverkauf erlaubt. Für wann? Im Görlitzer Park oder nee, im Bauerpark oder in der Hasenheide oder wo war das? Was? Offiziell vom Senat aus. Einen Tag lang legalisiert. Stimmt das? Ja, ist dank, jetzt meine Frage? Dank unserer rot-rot-grünen Regierung. Jamaika-Koalition oder was? Nee, Jami nicht. Das ist naja, die, Kuba ja. Collection. Rot-rot-grün. Nee, aber stimmt das? Hast du das gehört? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wieso? Aufgrund dieses Konsums sind dann alle Unfälle auch legalisiert? Ja. Oder wie? Also das geht ja gar nicht. Dann ist der ganze Mauerpark drauf. Ist so gesetzeswidrig. Geht doch nicht. Eben. Also der kommt an, einen Tag lang umsonst. Alle. Wie hat er gesagt? Nicht das Cannabis, sondern er hat so ein ganz lustiges Wort gesagt. Doch scheiße, wa? Jetzt wird's zu viel. Und geht es leer? Dann müssen wir runter. Doch, schade. Schrinkelhead. Shrink, shrink. Ja, ich meine, ich fühle noch nichts. Zum Testergebnis für die. Für den Hanf-Koks-Salami. Hanf-Koks umgerührt. Mit Koksrand. Das wäre mal so ein Koks wie Mike. Wäre bestimmt teuer. Ach, jetzt war der Carsten da die ganze Zeit. Hat ihm wieder nicht das Rad gezeigt, was für ihn ist, aber eigentlich nicht mehr für ihn ist. Jetzt schöne Pedalenruf. Die Kette auf. Ai, 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 ai.
Mal gucken. Bin ich gespannt am Ende, wie es sich fährt, auf alle Fälle. Jetzt noch die Bremse ran, die Bremszüge. Zwei Bögen brauche ich dafür, die hole ich noch. Und dann Züge zu kühlen. Und Bremsbelag, auch noch. Bremsbelag. Jetzt kommt noch ein anderer Sattelruf und dann fahren wir aber wirklich. Fertig. Aussieht. Jo, der Umbau ist fertig. Der Aufbau, Neuaufbau. Ihr braucht einen Rahmen, 30 Euro und der Rest sind die Teile, die dran sind. Geil, oder? Der Sattel sieht doch richtig witzig aus, richtig gut, irgendwie ist richtig cool aus. Gefällt mir. Shift, zwei Gang, mit Lager. Neue Tretlager, neue Kettenradgarnitur, neue Pedale, neue Kette, neue Sattelstütze, neuer Sattel, neues Vorderrad, eine neue Gabel, neuer Steuersatz, neue Lampe vorne. Neue Lampe hinten, neuer, also ein anderer Vorbau, kein neuer, da habe ich einen gebrauchten genommen, aber das bereue ich jetzt schon wieder fast, vielleicht tausche ich ihn nochmal aus gegen einen neuen. Vorbaulenker ist geändert. Neuer Bremsbelag, Belege, neue Bremszüge, neue Bremshebel, neue Griffe. Alles in allem ein neues Rad. Was das jetzt kostet, rechne ich jetzt mal kurz durch und werde mich dann schockiert in mein Schneckenhaus verkriechen. Zu kurz. Der erste Auftrag, der erste zahlende Kunde, und zwar Bremsencheck. Vorne Bremsbelag,
mit einer Bremszug. Rinnen. Rinnen und weg. Rinnen und weg. Ich glaube, du dass die so, weiter jetzt ohne Schutzscheibe, weil die ist gerade kaputt gegangen beim Runterfallen. Ist drin. So, ja, eine 8 ist drin, die muss raus. Dieses Bremssystem mit diesem Nachbremskraftdosier-Apparillo, finde ich scheiße. Finde ich nicht gut. Also entweder Bremskraft voll oder ja nicht, aber so. Extra abschwächen die Bremskraft. Bin kein Freund davon. Kann man doch mit. Was ist das? Das ist das Fahrrad von Carsten. Was nicht für Carsten ist. Genau. Er will es doch nicht mehr? Nein, das ist das Fahrrad von Carsten. Für Carsten, was nicht für Carsten ist. Weil es wahrscheinlich zu teuer jetzt ist. Ja, ich habe ja angefangen, ich habe den Rahmen gekauft für 30 Euro. Ja, dann, ich sehe schon. Und dann habe ich Lampe, neuen Sattel, neuen Steuersatz, anderen Lenker, anderen Vorbau, neue Bremsen, Bremszüge, Bremsbeläge, Griffe, neues Vorderrad, neue Gabel, neue Lampe vorne, neue Lampe hinten, Dynamo. Neue Tretlager, neue Kette, neue Kettlerfenster, neue Pedal, andere Schaltung. Kostet 84 Euro. Nee, viel mehr. Das wäre schön. Da kommst du nicht hin mit. Das ist das Problem. Aber es ist schon für große, ne? Das ist schon. Ja, Brust. Aber es ist schon für große, aber. Nicht ganz so klein. Naja, nehmen wir mal zum Bäcker. So, ich bin wieder hier und ich bin auch gleich wieder weg, weil ich liefere jetzt das Draht aus. Jetzt bin ich fertig, die Reparatur hier mit den Bremsen. Und den bringe ich jetzt weg. Wow. Der Kunde ist ja gleich um die Ecke und deswegen da bringe ich ihm das vorbei. Er wartet nämlich schon drauf. Also bin ich gleich wieder hier und dann schauen wir mal, ob heute noch was passiert, weil so richtig los ist heute leider nichts und das ist doch dann schwierig für den Stream sozusagen, den ich hier, diesen improvisierten. Oh, ja, so ist es halt manchmal eben auch, ne? Also bis gleich. Bolzen-Dingsbums holen. Weißt du, ob der Kellerschlüssel, den kann ich ja normal nachmachen lassen bei einem Schlüsselladen, oder? Oder ist das irgendein Sonderteil? Hm. Weil einen Kellerschlüssel haben wir natürlich auch nicht. Achso, nee, das ist ja, ja, weiß ich gar nicht, Bartschlüssel, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie noch welche haben. Weil hier vorne bei dem Laden, da Gräfe-Ecke, Ecke Kotti irgendwie, da haben die schon gesagt, man hat Wohnungsschlüssel schon, dann müssten sie gucken, weil die eigentlich nicht mehr haben. Also irgendwie sprich Stange schneiden und machen und feilen und tun. Ach Gott, Gott, Gott. Na, habt ihr, stimmt, ihr habt ja noch ein. So, was man mit dem Dietrich aufmachen kann, Bartschlüssel, ne? Genau. Und Keller ist aber auch so einer, oder? Ja. Das sah gerade so aus, als ob ihr ein Projekt vorhabt, so mit der Kamera. Er war doch gerade da. Ne? Und, das sah so aus, als ob er filmen wollt oder irgendwas Kreatives erschaffen. Nee, morgen ist nur ein Keller hier zu räumen, eventuell. Ja. Also, der wird vorgesichtet und ist ja von dem Mieter, der hier Schulden hat im Haus. Ja. Und
Da sind noch Sachen drin und wenn man die verwerten kann, würde ich die ja gerne für Hans erstmal beiseite packen, dass der mal einen Blick drauf wirft und sagt, ja okay, ja, das wollen wir morgen eventuell räumen und das wird natürlich gefilmt und mitgeschnitten, damit es keine Missverständnisse gibt, nicht, dass dann irgendwie gesagt wird, da war noch ein Kilo Gold. So. Ja. 60, ja. Wo habe ich denn jetzt was zum Aufschreiben? Kannst du das mal dahin? Da hinten hin reinklemmen. Tommys Rechnung, machen wir mal. Warte mal, ich fange mal an. Wo fange ich an? Ich fange an oben, Sattel. Jo, das sind da. Sattel war, glaube, 69 Euro. Die Sattelstütze. Schätz mal. 25 Euro. 25, so ja. War mein erster Impuls. Ja, aber die war nicht die billige. Ich habe extra nicht die billige genommen, weil ich es eigentlich für Carsten gedacht hatte. Ich dachte, ich nehme ein bisschen mit einem anderen Safety-Level. Gibt es ja auch verschiedene Level. Muss dir mal vorstellen. Entweder du nimmst die mit Safety-Level 2. Die bricht halt dann ab irgendwann. Ja. Und steckt dir im Arsch. Oder du nimmst eine vernünftige. Stell mal vor, ey. Ich meine, gut, bei Carsten ist eine 25-4er Klemmung auch vielleicht ein bisschen, obwohl die das nicht ausmacht. Das ist echt so irgendwie, wie das Material verarbeitet ist. Ja. Was habe ich denn für Draht bezahlt selber? Na, wer weiß das noch? Na, geschenkt wäre schön gewesen. Also ich musste schon noch an den Typen mitbezahlen. Der Typ hat es geschenkt bekommen von Little John Bikes. €30. Einzige, was du nicht gesagt hast, sag ich mir Zeit. 30 Euro. Fuffi wollte er haben. Ich habe gesagt, nee, das ist mir zu viel dran kaputt und ich wusste schon warum. Weil im Endeffekt haben wir den Sattel und die Sattelstütze ja schon mal neu. Licht hinten. Licht Hinterrad. Das waren 20 Euro. Licht Vorderrad, sagen wir mal 80 Euro. Steuersatz. Sagen wir mal ein Fuffi, nehmen wir mal. Alles ja ohne Einbau. Vorbau und Lenker gebraucht. 20. Ist ja billig gerechnet. Oder? Jo. Lenker. Syntake. Genau. Also ich denke 20 sind okay dafür. Für beide, für die Einheit. Ja, Vorbau und Lenker, ja. 10er das. Obwohl ich mich schon ärgere, dass ich den Vorbau genommen habe, da würde ich wahrscheinlich eher einen neuen nehmen. Habe ich ja noch einen schönen davon, Amazing Toys. Weil im Grunde genommen ärgere ich mich jetzt gerade über jedes Teil, was ich als alt dran gelassen habe. Ja. Es sind doch so viel neue dran gekommen. Griffe. Ah, da habe ich ein paar. Na genau, so hin. Nur ein bisschen länger als der. 30. Ach nee, nicht Lenk, sondern Bremshebel. Bremshebel, was haben die gekostet? Die waren nicht sehr teuer. Katalog, ja, wo halten die denn? Halt den hier? Jo. Um Gottes Willen nicht falsches schreiben. €15 einer. Alter, doch teuer. Ja, ich fand sie schön, die waren so schlicht. Oh, nächstes Jahr nicht. 30 Euro. Dann hätte ich mal verschätzt, hier auf 20 jetzt ich schätze. Also. Aber die fand ich schön. Und die haben so einen schönen langen Hebel, der ja macht ein gutes Bremsverhalten mit den Bremsen. Die Bremsen habe ich hier nur in Bremszüge.
Bremszüge neu. Plus Belag. 5er pro Zug, 10 Euro und Belag, also nur Materialkosten. Belag waren hinten 5, also 15 und vorne 15 Euro, also auch 30. Wo war ich? Gabel. Na, habe ich ja lackiert. Ist ja eine andere. Achso, hast du nicht die genommen, nee? Die, wo du gesagt hast, da suchen wir eingestanzt. Doch, ist es. Ja, ja. Aber die habe ich ja lackiert. Muss man ja die Arbeitszeit fast rechnen. Aber egal, was rechne ich für so eine Gabel denn? 30 Euro. Ist günstig, oder? Ja, ja. Ist ja mit Lowrider-Hülsen. Gabel 30. Dann haben wir Reifen. 40 Euro. Marathon Plus Tour. 40 Euro kostet er. Ja? 39, 95. Dann kostet der Schlauch. Der kostet 6 Euro und das Felgenband kostet 2 Euro. Mal alle zu aufrechnen. Vorderrad Nabendynamo waren 70 Euro. Sind von vorne fertig. Tretlager. Kettenradgarnitur, das war dran, der Teig gekürzt. Nur. Kettenradgarnitur 70, Tretlager 30, Pedale 35. Was denn? Ja, dann sind sie ja sag doch schon. Recht gut. Ne? Also, Design ist ja so toll und ich dachte, hier vielleicht verliert man das irgendwann. Oder? Das verliert man bestimmt, das ist ja wie so ein Grip-Tape nur. Ne? Ja, aber die kosten nur 35 Euro. 35 kriegst du ja schon. Ja, aber das sind ja schon. Das ist ja humpert wenigstens. Die waren ja mal nicht schlecht gewesen. Das ist ja schon Downhill-Bedarf. Eigentlich. Und nicht die Pedalen unbedingt. Das ist schon ein Einstiegsmodell bei denen wahrscheinlich. Weil ich meine, ein guter Hersteller baut nun mal. Wenn er billig baut, baut er noch nicht so. Also nicht im 6-Euro-Bereich. Ja. Dann könnte er sich im Minutenbereich nicht mehr blicken lassen, bin ich der Meinung. Ja, nee, ist ja auch so. Und deswegen hat auch China RST gefahren früher. Oder? Naja. Klar. Kette 15 Euro. Wirkhaft die Sponsoren haben, auch früher mal der ST. Tja, siehst du? Aber hat nie reingefahren. Hinterrad. Leger unter, hallo. Hinterrad gebraucht, ja. Ein Paket ist für dich, war wieder drüben bei Pritzke, oder? Achso, kann sein. Ach ja. Hast okay, du das schon abgeholt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab ihn drüber geschickt. Ich hab gesagt, ich soll ihn mir annehmen und so drüben. Ja, nee, jetzt, wenn du wieder da bist, ich bin ja hier. Naja, nee, das sieht mir nicht. Wenn du dann von deiner Wohnung immer herkommen musst. Nee, ein schlechtes Gewissen solltest du auch haben, wenn du die Pakete nicht abholst. Ja, darum geht's nicht. Ich habe natürlich viel lieber hier keine Pakete, auf die ich aufpassen muss. Dann frage ich mal. Ja, ich hoffe, er hat es rübergebracht, ich weiß nicht. Er meinte, er kann dich das auch abholen lassen in der Skalitzer. Nee, oh nein. Ja, siehst du, das wollen sie nämlich alle nicht, aber ich habe gesagt, nein, ich glaube, das ist nicht. Nein, ich habe dir gar nichts verboten. Nein. Das gerne für mich annehmen. Ich hole die auch normalerweise immer sofort. Normalerweise holst du die nicht sofort, nach circa einer Woche. Jetzt hole ich die immer. Ja, aber bei mir nicht. Mit circa einer Woche Wartezeit. Nein. Ach Gott, ich bin 762, ja, herzlichen Glückwunsch. Mann, dann fehlt noch, wa? Nee, nein, das kannst du ja da gar nicht berechnen. Musst du doch aber. Ja, 900, okay, ja, 900. Ja, 100, 220, 120 Aufbau, ungefähr 900. Euro, 899, so, dann gehst du aber in den Laden, Pegasus hätte ich gerne, ja, hier haben sie 599. Wir gucken mal, 762 ohne Arbeit, ich werde verrückt, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir mein eigenes Rad nicht leisten. Guck mal hier bei Stadler. Was kostet so ein Pegasus? Stadler hat ja nicht. Guck mal, Berliner Woche. Vorne drauf ist Rathaus. Mittendrin ist Stadler. Rathaus ist ein Platz, ich hab keine Ahnung. Ja, ja.
Preise sind ähnlich. Also variieren mal ein paar Euro. Die Modelle sind eigentlich auch recht ähnlich. Biesdorf, Alt-Biesdorf? Also die haben Alt mit Alt. Pankow, Alt-Pankow? Nee. Potsdam? 8 Mal in Berlin. Bei der B-Bank, wenn du bei der B-Bank arbeitest, kriegst du grundsätzlich auf alle Artikel bei Stadler 10% Rabatt. 10%? Mhm. Naja, wenn der Fahrrad für 5000 kostet, dann sind es euch nur 500. Mhm. Ja, mein Onkel hat bei, oder arbeitet bei der B-Bank, halt. Von daher, der kriegt 10%. Aber es ist Katina. Unter Kostenpunkte, was sind das? Von 29,95 gesenkt auf 21,99. So was kann sich halt nur auch Stadler leisten. Das funktioniert nicht. Das 21,99. Das ist ja günstiger, wenn du da bei Stadler einkaufen gehst, war? Also bei nee, das ist. Naja, nee. Das, ich würde auch nicht bei Stadler einkaufen gehen. Das, ja, außer ich arbeite bei der B-Wap, dann krieg ich nochmal 10. Ja, na, das könnte man auch so machen damit. Naja, nee. Ich werde kein Stadler-Kunde. Also ich habe früher mal bei Stadler gekauft, weil sie diese Angebote hatten, wo sie nämlich die 90er-Jahre-Teile rausgehauen haben, habe ich dir schon mal erzählt. Weil sie da wirklich bekloppt waren eigentlich und XTR-Sattelstützen, ey, ich werde es nicht vergessen, 25,4, 27,2, alles für, ich sehe keine Ahnung, ich weiß den Preis nicht mehr, 9,95 rausgehauen. Von Kennedy halt, war viele Teile, ich habe ja einen Cola-Kugel gehabt und da haben sie die Kugel für 35 Euro verkauft, hol ich mir halt, da, für 35 Euro. Alu-Allroundrad mit großem Nutzwert ist nämlich das Piazza 7 und ungefähr diese Ausstattung hatte dieses Rad her. Das war ja mal ein 7-Gang-Rad mit Nabendynamo vorne. Hat es ja immer noch, jetzt nur neu. Na, wer Wert auf Qualität legt? Nabendynamo, LED-Licht, praktisch universeller System, Gepäckträger. Ist das ein System-Gepäckträger? Wahrscheinlich, ne? Na, wieso? Was ist denn das? Was ist denn hier an System? Hast du noch hier so ein Ding drin, dass du eine Tasche anklemmen kannst, wahrscheinlich, wa? Oder? Ist das nicht für Seitentaschen? Da kann man so, naja. Nee, kannst du nur oben drin hängen, wa? Nee, ja, hast recht. Ja, kostet gesenkt von 649 auf 422 Euro. Jetzt bin ich mit meinem Preis von 800, habe ich gesagt, denn am Ende, nee, nicht mal 800, Quatsch, 900 Euro, weil ich will ja, also ich habe 762 Euro Material. Wie soll ich denn das machen? Wie soll man denn sowas hinkriegen? Mal ganz im Ernst. Wie soll ich das hinkriegen? Leute, sagt's mir. Welchen Ralf? Ralf Stadler. Wer ist denn die Ralf? Der ist Ralf. Wer ist denn die Ralf? Tja, liebe Leute, das war's für heute. Das war ein langer Tag. Trotzdem nicht viel los war. War ich trotzdem hier. Hab durchgehalten. Und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Freitag. Es geht dem Wochenende entgegen. Dem 1. Mai-Wochenende, ne? Also das ist ja, oder 1. Mai-Wochenende ist es ja nicht erwartet. Ein Wochenende vor dem 1. Mai. Und dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht damit gehen, Videos machen, was auch immer. Das mache ich dieses Jahr nicht. Das ist Quatsch. Ich wünsche euch alle Gute, schlaft gut, bis morgen, ciao.